Hier sind wieder die Tesla-Fan-Nachrichten, heute vom 21.05.2017. Wir fangen wieder an mit dem Blog für Tesla-Nachrichten. Danach gehen wir weiter zu anderen Fahrzeugen und zum Schluss kommt Diverses aus der Elektrowelt. Ich denke, die wichtigste Nachricht für Tesla-Fahrer, besonders für Tesla-Fahrer, die sich ihr Fahrzeug nach dem 15. Januar bestellt haben, diesen Jahres, ist, dass Tesla für diese Fahrzeuge wieder einen freien Zugang zum Supercharger gibt. Bisher, um zu erläutern, wie es bisher war, nach dem 15. Januar war das so, dass alle Tesla-Fahrer, die ein Fahrzeug gekauft haben, ein S oder X, 400 Kilowattstunden frei bekommen haben an den Ladesäulen. Das sind immerhin 1500, 1600 Kilometer, also relativ gut. Aber alle Fahrzeuge davor hatten lebenslang frei Supercharger. Und zwar das Fahrzeug hatte frei Supercharger-Zugang. Nun hat Tesla rückwirkend für die Fahrzeuge, die jetzt gekauft worden sind, den Besitzern wieder freien Zugang gewährt. Allerdings, wenn die das Auto verkaufen, ist dieser freie Zugang nicht mit dabei. Das bedeutet, was sich wesentlich geändert hat, ist, der Besitzer ist hat das Recht, jetzt dort frei zu tanken. Ändert sich der Besitzer, fällt dieses Recht weg. Zusätzlich ist es so, wenn man jetzt neue Fahrzeuge bestellen möchte, dann kann man natürlich sich ein Fahrzeug und kriegt wieder diese 400 Kilowattstunden frei. Es sei denn, man nimmt einen Empfehlungslink und diesen Empfehlungslink, dafür kriegt man 1000 Euro Rabatt und zusätzlich Supercharger frei. Wichtig ist, es gibt nur 5-mal freien Supercharger-Zugang. Das bedeutet, wenn man sich jetzt einen Link holt, muss man eben aufpassen, dass man einen Link bekommt, wo noch nicht mehr als 5 Personen sich diesen Link genommen haben, um ein Auto zu bestellen. Sonst bekommt man keinen Supercharger frei. Also eine super interessante Sache. Und ich denke auch rein von der Werbung her natürlich toll. Dieses zählt allerdings nicht für Model 3. Das heißt nur für Model S und Model X. Was wiederum auch zeigt, dass Tesla Model S und Model X weiter pushen möchte, dass das eben doch ein besonderes Fahrzeug ist gegenüber dem Model 3, was ein Standardfahrzeug ist, was hervorragende Qualitäten hat. Aber die beiden anderen sind eben vom Preis teurer und so möchte natürlich Tesla diese auch dementsprechend promoten. Was kommt dann? Ja, dann kommen wir zum nächsten. Es gibt in Amerika ein Kabelfernsehkanal. Dieser hat umgestellt auf Tesla. Das heißt, er hat 100 Tesla bestellt, um eben Service-Dienstleistungen für seine Kunden zu tätigen. Ich glaube, da sind zwei Sachen bei. Einmal würde natürlich jeder, der gerne Tesla fahren möchte, sagen, Mensch, bei der Firma arbeite ich, dann kann ich Tesla fahren. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich umweltfreundlich. Und zusätzlich, glaube ich, auch insgesamt, über die gesamte Laufzeit, kann das sogar kostengünstiger sein. Ist ja immer so ein bisschen so ein Rechenbeispiel. Langfristig sind Elektrofahrzeuge an sich günstiger, aber bei so hohen Einstiegspreisen muss natürlich erstmal dieser Einstiegspreis wieder gut gemacht werden. Ja, dann kommen wir zu Tesla weitere Expansion. Hier China ist einer der größten Märkte für Tesla. 1 Milliarde Umsatz wurde dort im letzten Jahr erzielt. Und 11.000 Fahrzeuge wurden ausgeliefert. Daher will Tesla weiter expandieren in China und baut neue Stores auf und auch neue Supercharger auf, um dort einfach die Nachfrage zu garantieren. Dann ist es so, dann hat Tesla, also hat jemand einmal untersucht, wie ist es mit der Batterie? Das mit der Batterie ist ja immer wieder die Frage, und das ist ja nicht nur bei Tesla so, sondern allgemein. Wie ist es mit Batterien bei Elektrofahrzeugen? Und da wurde dann errechnet hin und her,
kommt man irgendwie auf 500.000 Kilometer, auf 700.000 Kilometer bei 80% Kapazität dieser Batterie noch. Das bedeutet nicht, dass man danach nicht mehr fahren kann, weil er 80% hat. Man hat eben nur weniger Reichweite. Und da gibt es irgendwie eine Formel, dass man sagt, ja, ungefähr 1% auf 45.000 Kilometer lässt die Reichweite nach. Hier diese Grafik, das hängt alles auch davon ab, wie der Wagen gefahren wird, geladen wird, welche Temperaturen er ausgesetzt ist und so weiter. Aber schon mal ganz interessant, das sind schon reichlich Daten von Fahrzeugen und zeigt eben, wie stabil die Batterien mittlerweile sind. Und jedes neue Fahrzeug, was man kauft, wird man eine bessere Qualität haben. Das heißt, die neuen Zellen sind immer weiterentwickelt. Die älteren Zellen haben, die jetzt diese Werthaltigkeit zeigen, sind schon wieder vielfach verbessert in den neuen Fahrzeugen und die neuen Generationen, auch jetzt was im Model 3 eingebaut wird, die neuen Zellen sind natürlich nochmal wieder wesentlich verbesserte Zellen. Ja, dann ist es so hier, fürchterliche Bilder, die man hier sieht. Ein Fahrzeug, was vollkommen zerbeult ist, ein Tesla. Aber der Mann, und das war eine Hochzeitsgesellschaft, die stiegen unverletzt aus diesem Fahrzeug aus. Also, was war passiert? Die Polizei hatte jemanden verfolgt, der einen Wagen gestohlen hat. Und bei dieser Verfolgungsfahrt ist dieses Fahrzeug frontal in dieses Tesla-Modell reingefahren. Und derjenige, der aus diesem Tesla-Modell ausgestiegen ist, die wollten heiraten oder waren von einer Hochzeit gekommen, kam unverletzt raus. Er sagt, nachdem alles mit der Hochzeit durch ist, wird er als erstes hingehen und sich einen neuen Tesla bestellen, denn Tesla hat ihm das Leben gerettet. Ja, da hat man wieder gesehen, wie sicher die Fahrzeuge von Tesla sind. Und das liegt nicht nur an Tesla, sondern das liegt auch speziell daran, dass eben der Motorblock nicht mehr da ist und dadurch eine höhere Sicherheit ist, weil man mehr Knautschzone hat. Und so ist das bei fast allen Elektrofahrzeugen, dass die einfach dadurch sicherer werden. Kommen wir gleich zu den anderen Fahrzeugen. Jetzt bei den anderen Fahrzeugen fangen wir als erstes mit Audi an. Dort hat der Produktionschef gesagt, dass man gerade für Rallycross-Fahrzeuge auf Elektro umsteigen sollte, weil die einfach auch von der Traktion her super sind. Und hat er vorgeschlagen, dass man eben dahin geht und Fahrzeuge im Rallycross nur noch elektrisch betreibt. Was natürlich auch wiederum, wenn so Fahrzeuge in Rennbetrieb genutzt werden, wird einfach auch noch mehr Erfahrung gesammelt in Extremsituationen, was auch die normalen Produktpaletten wiederum verbessert, weil man aus diesen Sachen lernen kann und das in die normalen Produktpaletten bringen kann. Dann eine weitere Geschichte von Audi. Audi plant ja jetzt den e-tron rauszubringen mit 300 Meilen Reichweite. Das sind ungefähr 500 Kilometer, also wirklich schon vernünftige Reichweite. Und in den nächsten 3 Jahren sollen weitere Fahrzeuge rauskommen. Man wird verstärkt sich um Elektromobilität kümmern. Ja. Hier sieht man jetzt den Solo. Der Solo ist ein Dreirad. Sieht immer so aus, als wenn irgendwie das Bild verzerrt ist oder dass hinten jemand reingefahren ist, weil da eben, ja, da fehlt hinten irgendwie ein bisschen vom Fahrzeug. Trotzdem natürlich ein interessantes Auto, gerade im Stadtverkehr, wo die meisten Leute alleine fahren, sind so kleinere Fahrzeuge natürlich auch ganz praktisch, um Parklücken zu finden. Dieses Fahrzeug soll 15.000 Dollar, 15.000 Euro so um den Dreh kosten, 100 Meilen weit fahren, 160 Kilometer, was wirklich denn für den Innenstadtverkehr mehr gedacht ist. Trotzdem natürlich interessantes Fahrzeug und ja, belebt oder
macht die Vielfalt größer, die im Elektrobereich angeboten wird. Dann Ford. Hier sehen wir einen normalen Ford SUV, aber Ford will jetzt auch verstärkt sich um den Bereich Elektromobilität kümmern. Und der Chef sagte dort, dass er ein Elektroauto mit mindestens 300 Meilen herausbringen will. Was anderes findet er nicht sinnvoll. Finde ich natürlich super. Fahrzeuge mit Reichweiten, großen Reichweiten fördern einfach, dass Elektromobilität weiter Vormarsch ist. Daher wollen die bis 2020 so ein Fahrzeug rausbringen, was eben weiter als 300 Meilen ist. Dabei muss man natürlich sagen, die anderen Hersteller sind auch dabei und wir werden dort einige Fahrzeuge sehen, die größere Reichweiten schaffen werden. Jetzt kommen wir hier zu Daimler. Daimler und Hermes zusammen haben eine Kooperation eingegangen. Sie wollen die Lieferfahrzeuge von Hermes sollen umgestellt werden. 1500 Fahrzeuge sollen hergestellt werden, was super ist. Und also insofern eine tolle Sache, dass gerade Lieferfahrzeuge, die natürlich im Innenstadtverkehr fahren, vom Lärm her weniger auffallen. Also man hat ruhigeres Fahren, das Anliefern ist insgesamt ruhiger und die Leute vor Ort werden dadurch durch den Lärm nicht belästigt und zusätzlich natürlich auch von der Umwelt Luftverschmutzung innerhalb des Ortes ist auf jeden Fall besser. Jetzt kommen wir zu Volvo. Volvo sagt, Tesla ist einfach derjenige, der die Elektromobilität vorangetrieben hat. Sie finden die Entwicklung super. Sie wollen die Dieselfahrzeuge einstellen und wollen auf Elektromobilität gehen. Natürlich kann man jetzt nicht erwarten, dass sie sagen, ja, wir verkaufen ab morgen keine Dieselfahrzeuge mehr, da auch jede Umstellung finanziert werden muss und man muss bis dahin den Markt bedienen. Trotzdem ist es so, das neue Auto, was 2019 rauskommt, für 35.000 bis 40.000 Euro, ein toller SUV, glaube ich schon, dass dieses Fahrzeug einen guten Markt findet. Und Volvo wird jetzt verstärkt bei allen Modellen auf EV setzen und dadurch wird das automatisch vorangetrieben werden. Ja, Volkswagen will sich verstärkt um den Antrieb kümmern, und zwar den Antrieb für Elektromobilität, und fokussiert sich darauf, das zu verbessern, um seine Fahrzeuge damit ausrüsten zu können, weil Volkswagen glaubt, dass eben gerade über Antrieb, natürlich Batteriesystem, der Ford das Vorteil gegenüber den Konkurrenten geschaffen werden kann. Sie wollen trotzdem natürlich noch weiter Dieselfahrzeuge bauen. Dasselbe wie bei allen Herstellern. Man muss den Markt erstmal bedienen. Allerdings wird man sehr starke Rückgänge sehen jetzt in den nächsten Jahren. Man hat jetzt schon festgestellt, dass Dieselfahrzeuge wesentlich weniger verkauft worden sind. Ja, zum Schluss kommen wir jetzt zu BMW. BMW hat eine Kooperation angegangen mit Mobileye, welches ja vorher bei Tesla drin war für das autonome Fahren. Und zusätzlich mit Delphi. Delphi ist ein Softwarehersteller, der eben auch dort stark engagiert und einsteigt in dieser Automatisierung. Und damit will BMW den nächsten Schritt machen zum autonomen Fahren. Ja, kommen wir gleich zu den diversen Themen. Jetzt bei den diversen Themen, wir gucken uns als erstes Renault an. Wenn man das hier sieht, die Bilder, super interessant, ein Renault, der über eine Strecke fährt, eine Charger-Strecke. Das heißt, der Wagen fährt und wird während der Fahrt geladen, schnurlos geladen durch eine eingelassene Ladeinfrastruktur in der Straße. Dazu gibt es eine Teststrecke im Moment.
Und da probiert man eben aus, wie schnell kann man fahren, um geladen zu werden. Man kommt so ungefähr auf 100 Stundenkilometer. Man muss natürlich sehen, ob das, wie sich das im Praktischen vollziehen lässt, gerade weil solche Sachen, die in der Straße sind, natürlich auch, wenn Fußgänger rübergehen oder so etwas, schwierig sein können. Aber eine super interessante Sache, vielleicht auf Autobahnen oder irgendwo, wo vielleicht keine Fußgänger oder wo sonst an sich normalerweise kein anderer hinkommt als Fahrzeuge. Dann hier sehen wir Charge Open. Und zwar, das ist ein Unternehmen, was private Ladeinfrastruktur über einen Markt anbietet, sodass jemand sagen kann, ja, ich habe einen Charger zu Hause und wenn jemand vorbeikommen will und laden möchte, kann er laden. Und das wird dann abgerechnet. Wenn man das natürlich machen würde und wenn man das hineinkriegt, ich denke so an Uber mit dem Taxi-Service, der dort gemacht ist, hat man mit einmal ganz schnell 10, 20, 30.000 mehr Ladestellen über Deutschland alleine verteilt, weil es garantiert so viele Ladestellen zu Hause bei den einzelnen E-Mobilfahrern gibt. Und da könnte man natürlich sagen, ja, ich bin nicht da, dann kann jemand kommen, kann dort laden. Und das wird dann gesteuert und abgerechnet von diesem Chargi. Ganz so einfach ist das nicht, aber in England ist es jetzt so, wo das eingeführt worden ist, dass, glaube ich, schon 60 Chargestellen angefahren werden können. Und man kann sich vorstellen, dass sich so etwas weiterentwickelt. Ja, dann kommen wir hier zu einer super interessanten Sache. Das ist eine Rallye, und zwar eine Rallye für Elektromobilität. Die fängt an am 24. Mai und geht bis zum 1. Juni. Von Dänemark bis Monte Carlo oder Monaco ist das. Auf jeden Fall doch schon ein ganz schönes Stück. 2500 Kilometer insgesamt. Hier die verschiedenen Hals oder verschiedenen Strecken, die gefahren werden. Eine tolle Sache, solche EV-Trophy kann man sich zu anmelden. Vielleicht interessant für Leute, die ein E-Mobil haben, da mitzufahren. Das könnte man sich auf jeden Fall überlegen. Es ist ganz bestimmt eine tolle Sache, mit Leuten zusammen solche Strecke zu fahren und sich da austauschen zu können. Dann kommen wir zu Shell. Shell hat jetzt angekündigt, seine gesamten Tankstellen auszurüsten mit elektrischen Lademöglichkeiten. 870 Stück sollen in den Niederlanden und Belgien ausgerüstet werden. Leider ist immer Niederlande, Belgien oder gerade Niederlande immer sehr vorwärts, wenn es geht um diese Lademöglichkeiten, ChargePoint und so weiter, sind dort ja auch. Also schon eine tolle Sache und ich hoffe, dass auch in Deutschland Shell das an allen Ladestationen offeriert und Lademöglichkeiten bietet. Zum Schluss noch, ja, die Tendenzen in den verschiedenen Städten verhärten sich, dass immer mehr Dieselfahrzeuge dort ausgegrenzt werden und die Möglichkeit genommen wird, durch die Stadt zum Beispiel zu fahren. In Hamburg ist sowas geplant. Stuttgart ist auch eine Stadt, die darüber nachdenkt, irgendetwas zu machen. Und hier eben diese Taxiflotte, wo man gerne möchte, dass die Taxiflotte rein elektrisch fährt. Das sind 700 Taxen, die insgesamt in Stuttgart fahren. Und davon sind im Moment nur ein paar Fahrzeuge elektrisch. Ja, da ist jetzt eben die Frage, wird das subventioniert oder nicht? Ich weiß nicht, ob Subvention unbedingt immer die Lösung ist, aber sei es drum, die Entwicklung geht auf jeden Fall dorthin. Und wenn man sich anhört, wenn andere Taxifahrer, die elektrisch fahren, darüber etwas erzählen, dann sagen sie eben, dass die Kosten niedriger sind. Also generell sollte sich das für eine Taxiflotte rechnen, umzustellen auf elektrisch. Allerdings sind natürlich die Anschaffungskosten erstmal sehr hoch und da muss man mal gucken, wie das funktioniert.
Andererseits, wenn jetzt die Elektromobilität weiter voranschreitet und die anderen Fahrzeuge alle auf den Markt kommen, denke ich, ist das auf jeden Fall möglich, dass es da Alternativen gibt, um eben so ein Fahrzeug einzusetzen. Ja, das war schon wieder von heute für die Tesla-Fan-Nachrichten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denn wieder bitte Daumen ab. Kommentare, wie ihr gesehen habt, versuche ich immer zu beantworten. Ich schaffe das nicht immer sofort, aber ich bemühe mich immer so schnell wie möglich, wenn ich denn Zeit habe, zu antworten. Daher freue ich mich immer über positive Kommentare natürlich. Und bei den negativen versuche ich, den Inhalt für mich selber so aufzunehmen, dass ich Verbesserungen machen kann. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.